Wir haben gestern Abend zwei osteuropäische Metalldiebe festnehmen können. Bei diesen beiden Tätern handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen. Beide stammen aus dem Raum Dortmund. Dieses Duo hatte gestern bei dem Einbruch einen Alarm ausgelöst. Wir sind dann zu dieser Firma in der Fludersbach hingefahren mit insgesamt 8 Streifenwagen. Wir haben dann das Gelände zunächst weiträumig umstellt. Im Rahmen dieser Maßnahme konnten wir einen flüchtenden 17-jährigen Straftäter stellen und vorläufig festnehmen. Da wir auch wussten, dass sich noch ein zweiter Täter in der Firma befinden musste, da dieser sich durch verdächtige Geräusche verraten hatte, haben wir die Firma dann mit einem Diensthund durchsucht und der zweite in dem Objekt noch befindliche Straftäter hat sich dann beim bloßen Anblick des Diensthundes freiwillig ergeben. Beide festgenommenen Täter sind zur Kriminalpolizei verbracht worden. Wir befinden uns derzeit in den Vernehmungen des Duos. Wir wissen, dass in dem Auto der beiden festgenommenen noch weiteres Diebesgut, was aus anderen Straftaten stammen dürfte, sich befand und auch diesbezüglich ermitteln lässt. Nur, dass du möglichst Kennzeichen nicht drauf hast.